Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, ihr habt es euch gewünscht. Mehr Memes. Das sind die letzten von beste deutschen Memes, die wir haben. Episode 12 und 13. Falls ihr die anderen verpasst haben solltet, klickt oben ins i rein und gönnt euch dort nochmal die Reactions auf die älteren Sachen. Wir schauen uns, wie gesagt, wieder beide an. Ich finde es ein bisschen schade. Falls ihr noch andere gute Meme-Compilations habt, andere gute Meme-Videos, nicht unbedingt deutsch, whatever, was aber lustig sein sollte, ja? Weil ich bin kein Fan von diesen Try-Not-To-Love-Sachen, weil ich meistens da nicht krass lachen muss, weil die nicht so unterhaltsam sind. Falls ihr aber noch gute habt, lasst gerne irgendwie einen Link in den Kommentaren da oder schreibt mir den Titel davon rein, damit es auch nicht geblockt wird durch einen Filter oder so. Und dann schaue ich mir gerne noch mehr von sowas an. Die müssen halt nur einigermaßen lustig sein, ja? Gut, Freunde, wir schauen rein. Beste deutsche Memes. Nummer 12. Moin Moin. Let's go. Ur Ehrenmann. Moin Moin. Ur ist Ehrenmann. Moin Moin. Moin Moin Leute. Die Leute, 187, high und hungrig, war schon, jetzt kommt schnell. Klappt das, motherfucking Krokodil. Ja, so ein guter Clip. Alter! Dieser Moment, wo du weißt, du bist jetzt, dein Leben ist vorbei. Ihr müsst euch auch überlegen, was für eine Bestie das ist, so ein Tiger. Wiegt doch locker eine Tonne. Vor allem locker, so dumm, locker. Gewicht. Das ist halt so, als ob er gesagt hätte, ein Mensch wiegt doch locker eine Tonne. Weil es halt auch, na gut, das heißt normales Menschengewicht, aber ist ja eher in der Range von einem Menschen als von irgendwas anderem. Huch. Oh, der wiegt doch nicht so viel. Das Lachen danach das Beste. Ich dachte, so ein kleiner Rotzlöffel. Ein Tiger wiegt gar nicht eine Tonne. Und ich freue mich an erster Stelle einfach für Mehmet, Digga. Ehre. Entschuldigung, kann ich Sie mal kurz was fragen? Teddy, so gut. Freunde, eins im Chat, wer das kennt. Das ist ein YouTube-Urgestein, das Video einfach. Wir haben einfach ein paar Fragen zum Integrationstest. Dürfen wir den kurz stellen? Integrationstest. Ja, ja. Klar. Warte kurz, Sind so ein paar ganz allgemeine Fragen, ganz einfach. Erste wäre zum Beispiel, wer ist Deutschlands Bundeskanzler? Das ist der. Pass auf, ruhig, warte. Angelo. Irgendwas Angelo. Angelo Merte. Angelo. Ich dachte früher übrigens, dass das echt ist. Als ich das erste Mal gesehen habe, ich weiß nicht, wann es hochgeladen wurde, 2012, 2013, da war ich halt auch 12, 13, da habe ich gedacht, das ist real. Ich habe es echt gedacht, dass es real ist. Merte. Ja, ist fast korrekt. Naja, wir versuchen es mal weiter. Okay. Wer war denn. Angela Merkel wäre richtig gewesen, Angela, übrigens. Ja, der jetzt. Der König, Leute. Knossi! Ja, Knossi heute! Knossi wäre es gewesen. Angelo, ja. Knossi. Das ist brutal, ey. Wer war denn vor Angelo Merte Bundeskanzler in Deutschland? Ich glaube, ich habe keine. Aber. Leute, kurz einmal überspringen für Werbefreundlichkeit. Das gibt eine Anzeige. Also, eigentlich ist es da keine Frage, aber von einer Skala von 1 bis 10, wie finden Sie, wie sehe ich aus? So, 1 ist jetzt schlecht. Oh, ich habe das lange nicht mehr in ganz gesehen. 10 ist gut. Naja. Och, Leute, naja. Wartet. Ungefähr. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Es ist einfach so gut. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Oh, es ist so gut. Wer trat 1999 zurück und überließ Wladimir Putin die Macht? Wodka Gorbatschow. Was? Was? 99 zurück und überließ Wladimir Putin die Macht. Wodka Gorbatschow. Ah, okay, ja. Hallo. Was ist das denn? Jemand? Jo. Oh nein, ist das was, wie ich, wie sahst du eine Maske auf? Ich kenne das nicht. Ach, hallo. Guten Tag. Schwester Magdalena ist mein Name. Hättet ihr... Wie eklig du den Kameramann atmen hören kannst. Du kannst den Kameramann richtig eklig atmen hören auf Kopfhörern. Vielleicht für unser Kloster ein paar Eier? Wir sind auf der Suche nach frischen Eiern. Nee, wir haben die Hühnerpest. Alle tot. Oh, das ist aber schade. Da können Sie mir jetzt gar nicht weiterhelfen. Nee, hier ist so. Hühner tot, Hofquarantäne. Hm. Frau ist in Urlaub geschickt. Hä? Was ist das für ein Setup? Alle weg. Was mache ich denn dann jetzt? Jetzt machen Sie erstmal. Vielleicht fällt es da ja noch was ein. Oh. Ich hatte der Oberin erzählt, dass ich bestimmt mit Eiern zurückkomme.
Hä? Das ist einfach eklig, Leute. Das ist einfach eklig. Jeder, der sowas nice findet, entfernt euch, Leute. Wir wollten heute ein großes Omelette-Essen machen. Jo, zwei habe ich immer da, aber nee, die kenne ich ja nicht aus. Hä? Aber es wird schwierig. Das war jetzt zweideutig gemeint, oder? Jo. Naja, auf Dauer, nächste Woche kriege ich neue Hühner, dann geht der Betrieb wieder los. Dann kann ich jederzeit aushelfen. Aber momentan... Ey, was für eine weirde Sache das gerade war. Was läuft? Ich bin's, Ratar. Jungs? Wir waren gerade im Kino. Super! Das war so geil! Und morgen Fußball gucken! Yeah. Und tschüss! Ey, ich habe ein weinendes Auge, das beste deutsche Meme vorbei ist, und ein Auge, was einfach froh ist, dass es vorbei ist, wenn ich diesen Clip sehe. Okay. Yannick? Yannick? Yannick, was hörst du da für ein Scheiß? Alter, Yannick! Mann, Junge! Ey, sag mal, was ist denn los mit dir? Ja, was hörst du denn da? Ey, sag mal, bist du verblödet oder bist du blöd? Weißt du, mir hätten Adern platzen können. Ja, alle komm. Lieben Mirko! Wer ist Mirko? Ja, Mirko, ist das alle lieben? Weißt du, ich geh erst mal kacken, Alter. Boah, hast du mir, ey, das hat mich voll erschrocken. Naja, fand ich nicht lustig irgendwie. Einfach nur heftig, das war Inshallah, Mashallah. Muschala, das war einfach nur zu heftig. Die beste deutsche... Oh nein, oh nein, oh nein, nicht schon wieder die beste deutsche Mountainbikerin. Christina irgendwas. Ey, es tut mir echt leid für sie. Mountainbikerin ist heute Abend bei uns. Es ist Regina Stiefel. Oh, Regina. Herzlich willkommen. Oh... Gott. Okay, das ist Legende. Dame, vier Frauen in der Tagesschicht. Legendenvideo. Für 60.000 Mark. Ist aber leider gespiegelt, aber trotzdem Legendenvideo. Übernommen oder die Teilhaberschaft gekauft. Ja? Und naja, und dann nach zwei Monaten waren es eben 27 Damen. Und das hat ja auch irgendwo eine Herausforderung, ja, gewisse Reise, oder? Hey, Alter. Hast du ein Problem? Geh weiter. Alter, noch ein Problem. Besser ist es. So, komm weiter. Ich hab da keinen Bock drauf, hier mit den Aussteckern rumzureden. Oh, jetzt geht noch weiter. Da drüben ist noch ein cooler Kollege von mir. Moin, Werner. Starkes Video. Komm, gib jetzt Last hier. Ah, da ist der Neuns. Guck mal hier, da. Der macht komplett Terror. Oh, yo, was? Was? Mal, was ist mit dem Ding los? Das geht ja wie Sau. Hä? Die sind im Porsche, die hier? Die sind im Porsche? Ja, die sind echt im Porsche, krass. Ja, alles legal, Leute, legal. Zugelassen, auf jeden Fall, zugelassen. Oh nein, ey, die. Ist das die, die so krass umfällt? Ich glaube, ich kenne die. Hey, wir haben alle gesehen, ne? Ich wurde festgenommen. Für nix. Aua! Nein! Die Leute lachen auch so und sagen, hä? Ja, Walter Frosch, kurz vor der Pause nach der Ausgleich. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Versucht zu spielen, da haben immerhin. Wir haben keinen Zweifel dran, wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher, hier das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis hat eigentlich verdient. Für die anderen. Hä? Ja, alles in Ordnung. Ergebnis hat eigentlich verdient. Also ich will mich über niemanden lustig machen. Verdient. Wir lachen mit den Leuten. Was haben sie denn da unten in ihrem Stutzen drin? Er hat Kippen einfach mit aufs Spielfeld genommen. Ehrenmann, Bruder. Bitte? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Warum haben sie es dann mit auf dem Spielfeld? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich sie noch dabei gehabt. Okay, danke. Classic. Wer kennt nicht diesen Kreisliga-Moment, Leute? Bitte. Oh mein Gott, guck dir das an. Guck dir mal an, wie du jetzt aussiehst. Guck mal, was du gemacht hast, wie viele Haare du abgeschnitten hast.
Hä, lass das arme Kind mal in Ruhe, hä? Mein Gott, ey. Das hat dein Mann. Gar nicht. Wer hat von euch die Haare abgeschnitten? Jenna selbst. Wieso sagst du das? Wer hat die Haare abgeschnitten? Hä, sieht doch gar nicht so schlimm aus. Das ist eine normale Kinderfrisur oder so. Gar nicht. Hat dann Jenna die Haare? Okay, sieht schon ein bisschen komisch aus, aber ist gar nicht schlimm, hä? Ja oder nein? Wenn du lügst, kriegst du Ärger, Fräulein. Hab ich gar nicht geschnitten. Ich lüge auch gar nicht. Bist du sicher? Warum sagt die Jenna das? Jenna sagt das, aber ich habe es gar nicht gemacht. Die haben meine Schnelle abgeschnitten. Oh, die ist süß, Mann. Die ist voll süß, Kleine. Nee. Also, no Jolly Style. Einfach süß im Sinne von süß. Ja, hast du Pech gehabt? Ihr Idiots, Alter. Oh, Mann, ey. Wer hat die Schnulle abgeschnitten? Jenna. Warum haben die überhaupt eine Schere da? Hallo? Jetzt mal Real Talk. Was läuft hier gerade als falsch? Also hat Jenna alles abgeschnitten? Ja. Ich hab nur gespielt. Mit einer Schere oder was? Du hast so eine schöne Frisur gehabt. Guck mal, wie du jetzt aussiehst. Zeig mal. Wie ein Bauer. Zeig mal. Zeig mal, ich kann dich nicht zeigen. Oh, wie süß die ist, Mann. Zeig. Ja. Ey, ich hoffe einfach, dass... keine Haare. Ich hoffe einfach, dass das den Kindern gut geht, Mann. Mein Gott, ey. So lange Haare gehabt. Nee, nee, nee. Ja, Pech gehabt mit deinem Schnuller. Kannst du Tschüss sagen. Ja, wink mal deinem Schnuller. Ey, die Kinder sind echt knuffig. Die Kinder sind, mehr, das sind, ne? Gute Kinder, Mann. Heute Nacht hast du keinen mehr. Ich hoffe, die war auch echt intelligent für ihr Alter. Wie alt ist die? Vielleicht 3, maximal 4, würde ich schätzen. Und die war echt intelligent für ihr Alter, würde ich sagen. Die weiß auf jeden Fall schon mit der Kamera, was das ist, dass man das zeigen kann und so. Jetzt wird die beste deutsche Memes-Ausgabe so sentimental hier. Aber ich hoffe, den Kindern geht's gut, Alter. Retalk. Gut, Freunde, das war's an der Stelle mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh natürlich, so wie immer. Wir sehen uns und ciao.